Oliver Behrling, der neueste Neuzugang des VfL Osnabrück, heute am Montagabend an der Bremer Brücke eingetroffen. Olli, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Einmal die Eingangsfrage, die wir eigentlich allen stellen. Der Kontakt zum VfL Osnabrück. Wie ist der zustande gekommen? Der Kontakt ist über meinen Berater gekommen. Der VfL hat mich schon einige Zeit lang beobachtet. Und jetzt ist der Kontakt halt ziemlich schnell mit meinem Berater gekommen. Dann sind die Gespräche auch sehr gut verlaufen und deshalb habe ich mich jetzt auch für den VfL entschieden und ich freue mich schon bald auch hier anzufangen und alle kennenzulernen. Du kommst aus dem Süddeutschen, von Mainz 2 nach Osnabrück. Was weißt du über den VfL? Gibt es was, was du über den VfL weißt? Ja, der VfL ist mir ein Begriff, weil ich ihn aus der zweiten und dritten Liga kenne, vor allem aus den Duellen mit dem KSC, wo ich in der Jugend gespielt habe. Der VfL ist natürlich auch bekannt für seine Fans und ich freue mich auch, bald hier spielen zu können und ja, das erleben zu können. Absolut. Beschreib dich mal einmal als Spieler. Wenn du sagst, der VfL hat dich schon länger beobachtet, dann hat das ja einen Grund. Du bist Mittelfeldspieler, eher im Offensiven grundsätzlich zu Hause. Beschreib mal einmal dein Spiel. Für was stehst du? Ich würde mich als zuverlässigen Spieler beschreiben, der die Mannschaftsteile verbindet, vor allem das Mittelfeld und den Angriff, Torschüssen kreiert und auch selber Tore erzielt. Und das aber nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch über Standards. Die dritte Liga hast du sportlich noch nicht beackert. Wie schätzt du die Liga ein? Ja, die Liga ist auf jeden Fall sehr stark und es wird nicht leicht, aber mein Ziel ist eher, jedes Spiel zu gewinnen und das ist egal, in welcher Liga. Gab es schon ein Gespräch mit unserem Trainer, mit Daniel Scherning? Ja, es gab schon ein Gespräch und das verlief auch sehr gut. Ich denke, unsere grundsätzlichen Spielprinzipien passen sehr gut zusammen. Das war auch der Grund, warum ich mich für den VfL entschieden habe. Kennst du eigentlich jemanden aus der Mannschaft schon persönlich oder lernst du alle neu kennen? Nee, ich kenne leider noch keinen. Ich werde in den nächsten Tagen alle persönlich kennenlernen. Sehr gut. Und als letzte Frage, und das haben wir auch jetzt schon öfter gefragt, aber natürlich auch an dich. Mannschaftsziele können wir noch nicht definieren, denn die Mannschaft findet sich ja noch, aber persönliche Ziele wirst du sicherlich haben. Wie sehen die aus? Gewinn, mich selber entwickeln und ein guter Mitspieler und vor allen Dingen ein guter Mensch sein. Olli, wir danken dir sehr für das nette und erste Interview. Danke.